Kommen wir zum Thema Zusammenarbeit. Wir kennen es alle, wir haben Teams lieben und schätzen gelernt und dort gibt es ja unter anderem die Wikis. Die wurden nun vor einiger Zeit von Microsoft abgekündigt und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie diese mit OneNote ersetzen können. Ja, wir alle kennen in Teams hier oben in der oberen Leiste bei den Registerkarten unser Wiki. Wir bei NTeam nutzen das oder haben es bis jetzt sehr intensiv genutzt, um Informationen für alle Projektmitarbeiter, zum Beispiel jetzt hier im Bereich Newsletter oder Social Posting, abzulegen. Und nun wurde aber dieses Wiki, was seit Anfang an ja in Teams integriert ist, abgekündigt. Das heißt, es wird in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Das hat auch einen guten Grund, denn diese Wikis sind zwar schön und in jedem Team sofort verfügbar und jeder kann darin arbeiten, aber eben nur die, die auch in diesem Team zugelassen sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier eben ein Wiki befüllen mit Informationen und möchten dies dann an andere Mitarbeiter oder in anderen Teams posten, ist das halt recht umständlich. Zusätzlich ist auch die Suche dort eingeschränkt. Die Informationen in den Wikis werden dann auch nicht wirklich gut gefunden. Dementsprechend kann man da jetzt eben einen Umweg gehen und ist dann auch für die Zukunft gerüstet, indem wir einfach sagen, wir benutzen diese Wikis ab jetzt nicht mehr, sondern wenn wir solche Wiki-Einträge machen wollen, dann realisieren wir das einfach über ein OneNote. In dem Fall zeige ich das einfach mal kurz und zwar gehen wir hier über dieses Plus. Sie kennt es ja bereits von anderen Applikationen, die man hier einbinden kann und gehen dann hier einfach auf OneNote. Und fügen einfach ein OneNote als Wiki ein. In dem Fall sagen wir hier einfach ein neues Notizbuch hinzufügen. Nennen das Wiki OneNote und gehen jetzt auf Speichern. Das Ganze wird dann im Hintergrund angelegt und schon haben wir hier ein Wiki, eine Wiki-Alternative, die wir hier eben jetzt nutzen können. Das Ganze können wir natürlich hier auch nach vorne schieben. Wir können sagen, könnten Sie jetzt entfernen, aber ich werde nachher erstmal die Informationen aus diesem Wiki, aus dem Teams Wiki hier übertragen und werde das Ganze dann entfernen und kann dann eben hier ganz genau wie in meinem alten Wiki arbeiten. Kann dann hier auch verschiedene Abschnitte hinzufügen und bin somit eben frei und kann dieses auch besser teilen und es kann besser durchsucht werden. Ein weiterer Punkt, weshalb ich Ihnen das Ganze auch zeige, ist, wie gesagt, die sind halt abgekündigt, nicht ohne Grund, denn wie Sie hier oben sehen, steht das neue Teams schon in den Startlöchern und kann eben getestet werden. Und wenn wir das Ganze jetzt eben mal öffnen, hier gibt es eine Preview davon, dann öffnet sich unser neues Teams. Und wenn ich jetzt hier eben in mein Team, was ich eben in dem anderen Teams offen hatte, wenn ich hier reingehe in Social Postings, dann sehe ich auch, dass dieses normale Wiki, was vorher eben integriert war, hier auch gar nicht mehr angezeigt wird. Aber hier oben sehen Sie, das neue Wiki, was wir über OneNote jetzt integriert haben, steht uns zur Verfügung und wir können darin eben jetzt wie gewohnt weiterarbeiten. Ja, probieren Sie OneNote aus, schreiben Sie nichts mehr in die Wikis rein, sondern nutzen Sie gleich OneNote. Denn wie gesagt, diese sind abgekündigt und werden demnächst nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beraten Sie zu diesem Thema natürlich wie immer gerne.